Reisende reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Guten Tag. So, ich bin wieder auf dem Dachboden. Es ist heute hier 14 noch was. Huch. Der 1. Oktober. Oh, der 1. Und zwar, ich will mal noch was loswerden, bevor wir hier weitermachen. Also erstmal geht es hier um das Bedini Secret. Ja, ich sage jetzt einfach mal um die Höhenmessung. Ich gucke mal, ich weiß, ich habe jetzt das Video nicht mehr, das war im Telegram geteilt. Von Manni, liebe Grüße nochmal an der Stelle. Wir haben ja gerade geschrieben. Ja, pass auf, ihr kennt ja alle den Baumflüsterer oder was, scheiße, ich weiß nicht, wie das ist. Schreibt mal bitte in einen Kommentar oder verlinkt den in seinen Kanal. Ja, also hier muss man mal noch dazu sagen, hier geht es nicht darum, die Energie jetzt hier einzufangen oder dass ihr jetzt, also ihr dürft nicht den Blitzableiter da irgendwie abmachen oder euch irgendwie, ja, eine nicht geerdete Antenne aufs Dach bauen, weil das den Blitz anzieht, ne? Also ich bitte hier, das sind Experimente, ich werde mal gucken, ob ich da einen kleinen Warntext oder so, vielleicht seid ihr da auch kreativer bei sowas, dass ihr mal vielleicht kann ja einer von der Community als Kommentar mal einen kleinen Warntext oder so und das haue ich dann vor die Videos oder so. Ne, weil wenn der Blitz bei euch einschlägt, ja, dann habt ihr verloren, Leute. Ne? Also das sind, weiß ich nicht, ein paar Millionen Volt und so viel Megawatt. Ne? Also das hört auf mit, also da braucht ihr gar nicht dran denken. Ne? Wir haben es mal ausgerechnet, Spaß halt für die Spannung. Grüße gehen raus an Micha. Bräuchten wir 250.000 Autobatterien, 12 Volt in Reihe, dass wir die Spannung abfangen können. Ne? Also hört auf mit dem Müll, da braucht ihr gar nicht dran denken. Wenn, dann machen wir ein weltweites Ding und fangen mal einen Blitz ein. Hier, Experiment, ich würde das mal probieren. Aber nicht bei euch daheim und nicht bei mir. Ne? So, ich mache jetzt die zweite Messung. Ihr seht ja, Messung. Ah, sorry, die Kamera, ne? Ich halte die jetzt übrigens die ganze Zeit, weil die zu schwer ist. Ich mache jetzt die zweite Messung umgekehrt, ne? Hat mir ja gestern gesagt. Aber wie gesagt, bitte tut nicht hier irgendwie an eurem Haus irgendwelche Leitungen abmachen und da rumfummeln. Und nee, dann fahrt aufs Feld raus oder so, macht das. Aber dann auch bitte dran denken, ne? Ihr könnt jetzt nicht bei Gewitter, kannst du schon eben mal machen, ne? Bei Gewitter da irgendwie draußen rumrennen und mit einer Eisenstange. Also, Leute, ich weiß nicht, also da sterbt ihr, ne? Wenn der Blitz einschlägt. Nur mal so, ich weiß nicht, für die das vielleicht nicht wissen, ne? Also da ist äußerste Vorsicht geboten. Okay, und jetzt fangen wir an. Achso, nee, warte. Ja, das will ich euch noch kurz zeigen. Ja, Moment. Sorry, Leute, die Kamera ist so schwer jetzt durch das Mikro. Und zwar, ich habe ja gestern hier gefilmt, ne, auch hier hinten. Hier hinten war ich quasi, wo die TV-Anlage ist. Und das Mikro, ach, das wird schrecklich, das Audio. Das knackt jetzt immer, ne, wenn ich das bewege. Und da hat... Petra, glaube ich, sorry, wenn ich das jetzt... Ich blende deinen Kommentar ein, ich kann mir nicht alle Namen merken, sorry. Ich glaube aber, Petra war's, hat mir geschrieben, hey, das sind noch ein Haufen Kabel in dem Video. Ich krache jetzt nicht wieder dahinter, ne? Da waren die, das ist von den Antennen vom Fernsehen und so. Und da habe ich gedacht, gut, ist guter Einwand. Und also wir gehen jetzt quasi nicht hier hinter, wo wir gestern waren, sondern... dahinter, da seht ihr schon, hey, wir haben noch ein Dachfenster und da sind keine TV-Kabel. Theoretisch ist hier hinten gar keine Elektrik weiter. Na gut, die Stromleitungen vom ja, ein paar Stromleitungen gehen da lang, aber da ist jetzt kein Fernsehanschluss, das ist alles auf der Seite, wisst ihr? Ja gut, fangen wir an, nur dass ihr erstmal Bescheid wisst, ne? So, die Kamera, ich weiß nicht, kann sein, dass sie jetzt gleich nach hinten klappt. Mikro ist auch scheiße. Also wieder optimale Bedingungen. Und ja, hier ist alles verdreckt. Hier war keine Ahnung, ewig keiner. Und das Problem ist, ich weiß gar nicht, ob das so richtig drauf ist, das Dachfenster. Ich muss mal gucken, ob ich das richtig auf- und umklappen kann. Ah doch, das geht. Das geht. Dann geht es doch halbwegs. So, cool. Ich mache jetzt, ja, wir messen jetzt einfach, ne? Brauchen wir ja gar nicht lange rumreden. Hier ist alles dran und ich halte es dann halt wie gestern aus dem Fenster. Jetzt gucken wir erstmal hier hin. Jetzt haben wir wieder die 220, Leute. Uha.
Oh nein. Das ist ja der Wert, den wir auf den anderen Etagen hatten. Okay, es kann ja durch Messfehler sein, ne? Jetzt ist 219,9. Seht ihr das? 200. Oh mein Gott, ich kann. Ihr seht es ja gar nicht. Ja, so. 219. Jetzt haben wir das, was wir im Keller hatten. Ein bisschen mehr wie gestern, ne? Das ist natürlich nicht gut. Okay. Aber dann, ich muss das mal anders halten. Wir sind aber jetzt, wie gesagt, noch unter dem Präfahrtdach. So, jetzt gehe ich raus. Scheiße. 220, ich weiß nicht, ihr könnt das bestimmt nicht sehen. Hier draußen ist so eine, hier ist so eine Stufe. So, ich habe mich auch mal alles richtig festgeklebt bei der Kamera. Wir sind jetzt quasi noch ein bisschen höher, als wo wir das erste Mal gemessen haben. Ich habe das auf das Ding gestellt. Sogar noch weniger, guckt mal. Aber wie ihr seht, da oben doch gewittert wieder. Ha! Oh nein, es fängt an zu regnen. Ich muss mal schnell das Ding reinholen. Ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben, 220,5, was es jetzt hier hinne hatte, es war ja, glaube ich, draußen jetzt auch nicht mehr. Müsst ihr jetzt selber noch mal ein Video gucken, ne? Aber es kann ja sein, dass durch das Gewitter das insgesamt weniger ist, wir jetzt einen Höchstwert haben. Das heißt, ich breche jetzt mal nicht ab, sondern ich husche den Keller und wir machen noch die Vergleichsmessung. Bis gleich. So, Kellermessung. Ich bin schnell runtergehuscht. Paar Minuten später. Sonne scheint noch nicht wieder. Zumindest was ich am Kellerfenster sehe. Ja, jetzt mal gucken. Genauso wie. Heute macht es keinen Unterschied. Oder geht das nur, wenn Sonne ist oder was? Oder kein Tiefdruck. Tja, was sagt ihr? Ich glaube, das muss ich noch mal testen. Wobei, die Tendenz ist schon, war gerade auf 223. Aber gestern hatten wir ja 224, da fehlen jetzt 4 Volt. Na? Wir gucken jetzt mal zur Sicherheit. Oh, warte mal, bevor ich hier rumfummel, machen wir lieber mal aus. Sind ja doch 200 Volt drauf gewesen. Jetzt messen wir mal zur Sicherheit den Eingangskondensator. Der müsste ungefähr 8 Volt haben. Um jetzt auszuschließen, doch, guck. Also die Batterie ist nicht leer, ist ungefähr 8 Volt eingestellt. Also das ist jetzt auch nicht das Problem. Also ich vermute jetzt fast, dass es am Wetter liegt. Der Tee ist, ich messe einfach nochmal an einem richtig sonnigen Tag oder so, weißt du? Und oder vielleicht auch mal, wenn richtig Gewitter ist oder keine Ahnung. Also das ist jetzt nicht so, wie ich gedacht hatte, ne? Ich schreibe jetzt mal nach hinten Keller. Gut. Ja, keine Ahnung, Jungs. Jetzt haben wir es wieder. Ihr seht es, vielleicht, du habt es gesehen, es ist ja nur eine Luftspule. Aber ich noch, weiß jetzt nicht, ob man es mit Eisen verstärken kann oder nicht. Aber das deutet jetzt schon darauf hin, dass es irgendwie schon mit dem Wetter zu tun hat, ne? Ach so, ihr seht es ja gar nicht. Also grob, ne? Die Daten, die wir jetzt aufgeschrieben haben. Wobei ich jetzt oben. Draußen hat man, glaube ich, auch bloß 220, ne? Das passt, glaube ich. Das muss ich wieder nochmal kontrollieren. Ah, die 224, ne? Und da sehen wir schon, das ist irgendwo, was wir gestern ja, im mittleren Bereich vom Haus hatten. Aber wir hatten definitiv einen Unterschied, einen extremen, ne? Wenn wir jetzt sagen, 4 Volt Unterschied und heute gar nicht. Also nicht wesentlich, ne? Tja. Ja, ich würde sagen, machen wir es bei schönem Wetter. Vielleicht liegt es da dran, dass jetzt Gewitter kommt und es deswegen steht. Keine Ahnung. So, machen wir noch einen kleinen Nachtrag. Und zwar, ob
wenn die Schaltung jetzt länger läuft, ob die Spannung deswegen mehr wird oder weniger oder was auch immer, weil ja was warm wird oder blablabla. Draußen regnet es jetzt und da kann ich, sag ich mal, innen ein bisschen was machen und wir lassen das Ding jetzt einfach mal laufen und gucken, wie sich die Spannung, ob sie sich verändert, wie sie sich verändert. Guck mal, jetzt haben wir 219,7 nur noch, ne? Ha. Ha. Ach so, das Multimeter geht immer aus, ne? Ich glaube, da wartet mal. Ich mache euch dann mal noch ein anderes Multimeter. Baue ich euch auf und lasse es jetzt einfach im Zeitraffer laufen, ob das jetzt mehr oder weniger wird oder ich meine, ein bisschen wird es schon schwanken, ihr seht es jetzt schon. Aber ob es jetzt von alleine auf 224 geht, das war ja mal interessant, ne? Kann so sehen, wenn die Sonne wieder rauskommt, dass dann wieder hochgeht, ne? Ha. Also ich würde sagen, müssen wir auf jeden Fall eine Vergleichsmessung machen mit, wenn die Sonne scheint, ne? Gut. Gehen wir im Zeitraffer. So, wir haben jetzt, ja, was haben wir jetzt, 30 Minuten ungefähr. Ja, wie wir sehen, also die Schaltung, es wird auch nicht warm oder so. Minimal fällt es sogar, würde ich jetzt sagen. Ich habe jetzt auch nicht die ganze Zeit drauf geachtet, ne? Weil ich habe jetzt nur gar keine Stellen nach dem Komma, ne? Ja gut, egal, aber ihr seht, das sind jetzt keine 4 Volt, die hier, da wollen wir 230, schaffen wir das schon so. Haben wir nicht bei 220 angefangen? Ich muss mir selber nochmal das Video angucken. Keine Ahnung. Ist jetzt doch von alleine gestiegen oder was im Laufe der Zeit? Wir hatten ja hier 220 aufgeschrieben. Gar nicht beobachtet jetzt. Scheiße. Naja, gut. Aber wollen wir noch eine halbe Stunde ranhängen? Warte mal, wir hatten ja nur 2,24. Jetzt haben wir ja 2,30. Ach so, weil das anders anzeigt. Oh, ich bin Trottel, sorry. Das hat ja, das zeigt ja anders an. Das ist ein anderes Multimeter. Bitte dran denken. Ich habe auch nicht dran gedacht. Das heißt, wir nehmen jetzt noch mal das andere Multimeter. Ich das eine gefledert? Nee, ne? Und messen das jetzt noch mal. Mit dem Multimeter hat man ja gemessen. Stimmt, das hat ja was anderes angezeigt. So, da haben wir 2,18. Also, da könnte man sogar sagen, guck mal, wir haben 2,20 angefangen, dass es sogar weniger wird, ne? Im längeren Betrieb. Guckt mal. Sagen wir nur noch 2,17, so wenig haben wir ja gar nicht. Also, es scheint, entweder wird es weniger im Betrieb. Ich schreibe jetzt mal hin, Betrieb. Minuten. 217,8. Also hier tendiert es schon mal, ne, hier nochmal die 217 gemacht. Hier tendiert es jetzt schon eher zum Fallen, umso länger es läuft. Das würde ja der Messung von gestern widersprechen. Aber. Ich klinke euch jetzt mal aus, es raschelt ein bisschen, sorry. So, das ist wieder. Ja. Also, es ist jetzt auf jeden Fall nicht so, dass die Schaltung im Betrieb hier mehr Spannung raushaut. Das war jetzt mal so der Gegenvergleich. Also, das scheint auch zu funktionieren. So, warum das natürlich jetzt so viel weniger ist? Das ist schon fraglich. Ne? Aber was man nicht vergessen dürfen, wahrscheinlich hat der ganze Krempel auch mit dem Wetterablauf zu tun. Weil ich habe, da ist grauen, graue Wolken, es hat auch schon ein bisschen geregnet. Ne? Also nicht, dass das, oh, jetzt bin ich auf den Zoom gekommen, nicht, dass das mit dem Wetter zu tun hat. Gut, Ladung in der Luft, ne? Also, muss irgendwas schon mit dem Wetter zu tun haben. Gut, also.
Ihr seht, ich würde sagen, ist sogar im Betrieb, ist es gefallen, ne? Weil wird wahrscheinlich hier ein bisschen schlechter. Alles, wenn es doch innen drin minimal wird, es dann doch warm. Ne? Muss ja doch ein bisschen was schalten oder hier das Ding wird warm. Warte mal, das habe ich gar nicht geguckt. Nee, so kalt. Ist alles kalt. Also, dass es ein Müll jetzt abfällt, das ist okay. Aber es löbt ein Zeitraffer, haben wir gesehen, dass es nicht wesentlich abfällt. Es werden jetzt. Und vor allen Dingen nach weniger. Ne? Wir hatten ja dann hier mehr. Gut. Also bleibt dann nur, dass ich jetzt. Oh, hier hinten guckt mal. Oh nein, hier hinten kommt die Spannung. Da hinten sind die Wolken schon. Ne? Wird schon wieder schöner. Das Ding, ich werde das jetzt mal so raushauen. Und später mache ich zum Geburtstag. Und dann heute Abend messe ich dann nochmal, wenn kein Regen oder Gewitter ist. Ne? Weil scheinbar hier, wenn Gewitter und Regen, guck mal, wird er immer weniger. Ne? Scheinbar ist dann nicht viel. Gut, genug gequatscht. Ich sag dann mal bis heute Abend oder morgen.